Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute kommen wir zu einem neuen Tutorial, in dem ich euch heute zeige, wie man sein Tycoon saved. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Die Person, die es gemacht hat, war Plasboar. Ich will hoffen, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Viele kennen das Video noch gar nicht. Der Anton, also mein Kollege, der ist da letztens drauf gestoßen. Wir haben es ausprobiert und es hat super, super funktioniert. Den Link zu dem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung, so wie auch natürlich das Save-System. Ihr drückt hier oben einfach auf Get und habt es schon. Das erste, was ihr macht, ist einmal hier Zedinovs Tycoon Kit reinzupacken. Das habt ihr ja schon mal im Tutorial von mir gesehen, wie das Ganze funktioniert. Link findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung zum Video. Und ja, es war eigentlich ziemlich einfach. Das erste, was ihr machen müsst, ist hier einmal auf den Pfeil zu drücken bei Zedinovs Tycoon Kit. Dann geht ihr in eure Models. Ich aktualisiere mal eben kurz. Wo war das nochmal? Ach ja, einfach hier drauf drücken. So, und dann findet man hier schon das Skript. Das öffnen wir. Und das nennt sich einfach nur Save Trigger. So, was müsst ihr machen? Einfach nur in Zedinovs Tycoon Kit reinpacken. Und das war's. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Ich zeige euch noch ganz kurz, was ihr noch für Voreinstellungen machen müsst, damit alles super funktioniert. Ihr drückt hier oben einmal auf Home, geht auf Game Settings und dann scrollen wir mal eben kurz runter. War das hier? Ne, das war nicht hier, das war hier. Genau. Da habe ich noch eine Sache vergessen. Ich muss hier einmal ganz kurz das Publishen, den Tycoon. So. Da dürft ihr nicht vergessen, ihr müsst immer publishen. So, das wird einfach ein ganz normaler Place bei mir jetzt. Machen wir einfach wieder mal YouTube Tutorial 1. Ne, wir sind schon bei 3. So, Save Test. So, ihr könnt es ruhig auf Private stehen lassen, das ist nicht so schlimm. Hier könnten wir das, glaube ich. Ne, hier können wir das nicht einstellen. Okay, schade. So, dann gehen wir unten auf Create Place wieder. The name, bla bla bla, okay. Ja, danke schön dafür. Also will er nicht machen. Das heißt, ja, also der Name wird nicht akzeptiert. Nennen wir es einfach so: Xerox Place Number 42. Gehen unten auf Create Place. Okay, will er auch nicht nehmen. Dann machen wir hier einfach T rein und jetzt müsste es gehen. Ja. Keine Ahnung, was Roblox da manchmal für Probleme hat, warum sie das nicht akzeptieren wollen und alles drum und dran. Das verstehe ich meist selbst nicht. So, jetzt könnten wir theoretisch auf die Game Settings gehen und dann probieren wir es da mal aus. Ja, jetzt funktioniert es. Also, die API on machen und hier oben die HTTP Request braucht man nicht, mache ich auch auf on. So wichtig ist das nicht, aber hier unten die API ist ganz wichtig. Ja, so, das war's. Ich drücke mal auf Save. Jetzt stelle ich noch ganz kurz eine Sache ein, und zwar bei der Mine. Das habt ihr auch schon mal gesehen, wie das funktioniert hat. Im Dropper-Script packe ich jetzt hier mal 10.000 rein. So. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann seht ihr halt, dass es ganz normales Tycoon ist. Viel hat sich da jetzt nicht geändert und alles drum und dran. Also es ist ganz normal, so wie immer. So, man sieht, ich habe oben eine Cache, alles drum und dran. Man sieht aber, dass es länger dauert, bis er erfolgreich gesehen hat, dass ich hier in dieses Place gehöre. Weil er, so gesagt, schon im Background versucht hat, zu laden. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Nehmen uns hier mal zwei Blöcke. So, 20.000. Jetzt kaufen wir uns mal hier die Wall. Das kaufen wir uns auch noch. Das hier kaufen wir uns auch noch. So, wenn ich jetzt auf Stopp drücke und wieder auf Play. So, jetzt müsste der normalerweise ja gesaved haben. Aber jetzt kommen wir zum großen Aber. Das macht er nicht hier in dem Place, sondern das macht er erst. Jetzt lädt er wieder. Habe ich Kackmist erzählt? Ich habe keinen Kackmist erzählt. Okay. Was er halt gesaved hat jetzt gerade, sieht man im Studio, hat er die 19.000 gespeichert. Ich glaube, das gehört sogar dazu. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Also euch kann ich das so nicht sagen. Aber hier haben wir das Geld definitiv schon mal gespeichert. Wenn ich jetzt auf Stopp drücke und ich drücke nochmal oben auf File und Public to Roblox,
Gehe nochmal hier auf Roblox auf die Webseite. Dann gehe ich nochmal auf Create. So. Dann gehe ich hier nochmal auf mein neues Place. Einmal auf diesen Namen drücken, Startup Place. Drücke hier auf Play. Ja, URL öffnen. URL öffnen. Nicht URL, URL. So. Na komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Ich habe keine Zeit. Waiting for available Server 6. Gut. Jetzt sind wir schon bei 7. Alles gut bei dir? 8. Sind die Roblox-Server gerade ein bisschen am Rumspacken? Ja gut. Ah, jetzt. Perfekt. So, wir claimen uns das hier. Wir gehen mal eben kurz hier rüber. Drücken hier 1, 2 wieder mal drauf. Man sieht auch jetzt oben gerade das Cache. Das hat er auch wieder geladen aus. Also er hat es so gesagt aus dem Studio mit übernommen. Das ist aber jetzt kein Problem, weil wir profitieren davon und nicht die anderen Spieler. Die behalten halt nur ihr Geld, was sie hier schon gesammelt haben, so gesagt im Spiel. Und ja, so, jetzt kaufe ich mal hier ein bisschen was ein. Man sieht, jetzt sind die ganzen Sachen hier gekauft. So, das Geld, was man hier rausbekommt, kann man halt ganz normal einsammeln. Das bleibt aber nicht gesaved. Heißt, sobald man lieft, ist hier wieder eine Null raus geworden, aber die Teile beginnen wieder zu droppen. So, wenn ich jetzt Escape drücke und Leave Game. So, jetzt probiere ich es nochmal im Studio aus, weil im Studio sieht man normalerweise auch schon den Fortschritt, den man gemacht hat. Im Normal Game kann aber sein, dass das Studio nochmal neu starten müsste, um alles prima zu testen. Alles prima zu testen. So, wie man sieht, hat er das schon alles geladen. Die Buttons faden jetzt aus und er droppt ganz normal weiter. Das ist jetzt halt im Studio. Aber es funktioniert auch prima, wenn man jetzt hier wieder drauf geht. So. 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 Und wenn ich jetzt hier reingehe, lädt er das auch wieder. Also im ganz normalen Game macht er das genauso. Ja, das war's auch von diesem Tutorial. Eine Sache zeige ich euch noch, weil ihr könnt natürlich immer weiter was hinzuadden an eurem Place dann, also an eurem Tycoon. Ihr könnt Sachen removen, ihr könnt Sachen hinzufügen. Das ist das Gute daran. Ich suche jetzt mal hier eben kurz einen Part, beispielsweise. So, dann mache ich mal eben kurz auf Android. So, pack mir den beispielsweise jetzt mal hier so einfach hier hin. So, dann bin ich auch noch lustig, nehme hier den Low-Poly-Baum. So, den packe ich mir auch noch hier hin. Den packe ich mir dann auch direkt in die Mine rein. So, wenn ich jetzt wieder auf Play drücke. So, wenn ich jetzt reingehe, ich habe die Mine gekauft, das heißt, der Baum und dieser Block werden da sein. So, man sieht's. Also alles, was man hinzuaddet, wird auch alles so gespawnt. Man kann auch Sachen halt wie schon gesagt removen. Und das funktioniert alles prima. Ich habe bis dato noch keinen Fehler gehabt oder sonstiges. Ich habe ja momentan halt mein neues Game draußen. Das ist halt Mining Tycoon. Und den Link findet ihr auch einfach unten in der Videobeschreibung, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ja, das war's dann eigentlich von diesem Tutorial. Ich wünsche euch viel Erfolg damit, wenn ihr darauf Lust habt, euer Place, euer Tycoon mal ein bisschen aufzufrischen, mal was Neues hinzuzufügen, was die Leute auch dann zu einem späteren Update weiter behalten können, wie zum Beispiel so Event Dropper und sowas, ist das hier perfekt. Also und genau das Richtige für euch. Gut, das war's dann von diesem Tutorial. Ich würde sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.